anderes als diese Missgeburt habe ich noch. Gasthaustür. Mit wem sollte ich noch mal sprechen? Was ist das denn? Dem Sendboten. Am Abend. Verdammt, macht was ihr wollt, aber setzt nicht. Sind Zimmer. 5 Uhr. Da ist der Senfbote, der Senfbote. Willkommen, Reisender. Ich habe gehört, ihr kauft Schmuck. Und wenn das so wäre? Sagt mir, wer für Salamanderabzeichen bezahlt. Oder eure eigene Mutter erkennt euch nicht wieder. Haut ab! Haut ab! Haut ab! Haut ab! Haut ab! Ach man. Haut ab! Wer will einer aufs Maul? Nimmt sich, was man verklagen kann. Ganz einfach. Haut ab! Haut ab! Ich glaube, der mag uns nicht mehr. Haut ab! Wenn wir einmal raus und wieder reinkommen, dann immer noch Haut ab oder? Hm. Was wollt ihr? Ich will ein Abzeichen verkaufen. 10er pro Stück. Ich komme wieder. Was wollt ihr? Lebt wohl. Vielleicht sollte ich umziehen. Es scheint, dass ein mysteriöser reicher Mann eine Belohnung für diese Salamanderbräuchen anbietet. Die Bande scheint ihm auf die Füße getreten zu sein. Petro sagte mir, dass der Sendbote des Spenders jeden Abend im Gasthaus anzutreffen ist. Ich sollte mit ihm sprechen. Ja, aber, Was wollt ihr? Sagt mir, wer... Haut ab! Sagt er wieder, ich soll abhauen. Wo müssen wir mit den Trinken? Was wollt ihr? Trinkt ihr was mit mir? Na klar. Und am Wettrinken teil, um Informationen und Belohnungen zu gewinnen. Linksklick während eines Gesprächs auf Trinken, um ein Getränk auszuwählen. Natürlich habe ich nichts zu trinken. Herrje, was sollte das denn jetzt? Tut mir leid, ich muss jetzt mal was trinken zu organisieren.
So, Kumpel, trinken wir jetzt was? Was wollt ihr? Trinkt ihr was mit mir? Na klar. Prost. Was sollte das denn jetzt? Was wollt ihr? Sagt mir, wer für Salamander-Abzeichen bezahlt. Ich gebe euch 100 Orens. Haut ab! Wie will denn saufen, ey? Ich hab nichts mehr. Verdammt, macht was ihr wollt, aber setzt nicht aufs Boxen, das ist manipuliert. Was wollt ihr? Ade. Aufbewahren möchte ich auch nichts, ich brauche was trinken. Falsche Taste. Da kann ich mir mal schauen, ob wir einen Händler finden, der irgendwie einen Alkohol verkauft. Ein Dorfhändler könnte vielleicht was haben. Ich weiß nicht, woher dieser Rassismus kommt. Meine Freundin Helda ist Zwergin und überhaupt nicht so, wie man es den Anderlingen nachsagt. Ist mir egal, ich will was kaufen. Auch ein bisschen was zu trinken, Leute. Der städtliche Händler gewesen hier. Das schüttet ja wirklich wie aus Eimern. Dorfhändler. Daneben ist ein Kaufmann. Auch ein und dasselbe Haus. Ach, hier fahren Händler. Ha. Was kann ich für euch tun? Hat natürlich alles, nur nichts zu trinken. Was für ein Wolkenbruch. Das ist schlecht, dann suchen wir uns wieder eine andere Quest aus, weil wir müssen ja erstmal ein bisschen was von den
Leuten, die wir umnieten, an was zu trinken mitgehen lassen. Seriöser Turm, laufen wir mal dahin. Vielleicht kommen wir da ja ein wenig weiter. Nächste rechts. Hier waren wir schon mal, Erker. Dann irgendwie den Werk aus dem Gefängnis holen. Ich war Zeuge der Verhaftung von Roland Vivaldi. Das ist zu dumm. Hoffte, er würde mir helfen, eines der Bücher für Kalkstein zu finden. Schließlich ist er ein Zwerg. Vielleicht sollte ich einen Plan entwickeln, wie ich ihn aus dem Gefängnis befreien kann. Kann ich mit Vivaldi reden? Unmöglich. Wer verhaftet wurde, weil er sich mit Skojatel abgegeben hat, ist ein politischer Gefangener. Er ist nur ein alter Zwerg. Warum macht ihr euch so für ihn stark? Ich muss mit ihm reden. Bezahlt die 200 Kaution und ich lasse ihn raus. Dann könnt ihr mit ihm machen, was ihr wollt. Ach, 200, ich habe 2000 verstanden. Hier ist euer Geld. Tor jetzt wieder zu, oder darf ich da jetzt rein? Da sind ja nur die üblichen, die wir eh schon gesprochen haben. Was führt euch hierher? Hab ich gerade aus dem Gefängnis geholt? Besitzt ihr ein Exemplar von Die geheimen Pforten? Ja, im traurigen Rest meiner Büchersammlung. Es gehört euch, wenn ihr wollt. Wie viel? Ihr habt mich aus dem Gefängnis geholt. Nehmt es als Geschenk an. Ist aber lieb. Ich suche nach dem Anführer einer gewissen Organisation. Ihr habt mich im Verdacht, weil ich ein Zwerg bin? Ich habe mehrere Verdächtige, nicht nur Zwerge. Was wollt ihr? Ich behalte euch im Auge. Kommt wieder, wenn ihr wisst, wovon ihr redet. Ich würde gerne über die Salamandra reden. Warum? Das Geld für die Kaution des Professors stammt aus eurer Bank. Mit diesen Verleumdungen kränkt ihr mich sehr. Aber... Generationen von Vivaldis haben diese Bank aufgebaut. Und ihr behauptet, dass unser Geld Verbrechern zugute kommt? Raus! Ich glaube euch.
Nur ein Haufen von Verdächtigungen. Für den Moment muss ich von eurer Unschuld ausgehen. Ihr habt rassistische Vorurteile überwunden und die Wahrheit erkannt. Sagt mir Bescheid, wenn ihr den wahren Übeltäter entlarvt habt. Mich interessiert brennend, wer es ist. Breakers weiß. Nein. Buch haben wir, dann was jetzt schon bekommen. Müssen wir noch. Sammlung, wurden ja seine Bücher Sammlung. Heute, egal. Was führt euch hierher? Wie laufen die Geschäfte? Ich will jetzt nicht darüber reden. Ihr habt die Wahl. Wenigstens die ist mir geblieben. Ein glücklicher Zwerg. Was führt euch hierher? Lebt wohl. Ich dachte, ich kann das Buch haben, aber... Er hat ja keins.